muss ja sagen, dein Outfit ist ein Ticken cooler als meins. Hallo und herzlich willkommen bei Eurodesk TV. Ich bin Donja und heute den ganzen Tag in Essen unterwegs, um euch zu zeigen, was Essen so zu bieten hat. Essen liegt mitten im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat 5 Millionen Einwohner und ist damit der größte Ballungsraum Deutschlands und der fünftgrößte in Europa. Und Essen ist Kulturhauptstadt Europas 2010. Und jetzt sind wir aber in einem Essener Wohnzimmer bei einem Kumpel. Einem Ex-Kumpel eigentlich. Ein Kumpel wird im Ruhrgebiet jemand genannt, der im Bergwerk arbeitet oder gearbeitet hat. Und Klaus hat 30 Jahre in einem Bergwerk gearbeitet und ist jetzt in Rente. Also ist er ein Ex-Kumpel. Wir haben also keinen Streit oder so. Genau, so kann man das sagen. Kumpel bezieht sich nur darauf, man hat unten zusammen gearbeitet, es war dunkel, es war laut, es war gefährlich. Jeder musste sich auf jeden verlassen, man war automatisch Kumpel. Und was hast du so gemacht im Bergwerk? Meine Aufgabe war es gewesen, dafür zu sorgen, dass der Bergmann unter Tage kühlere Luft bekam, da es im gesamten Bergwerk sehr warm ist. Steinkohle wird ja auch das schwarze Gold genannt und die Steinkohle ist auch mit ein Grund dafür, dass Essen Kulturhauptstadt Europas geworden ist. Ihr Motto ist nämlich Wandel durch Kultur, Kultur durch Wandel und das möchte ich mir alles nochmal genauer angucken heute und ziehe durch Essen. Ja, Mädchen, dann gebe ich dir mal jetzt mein Hirn und dann mach dich mal auf den Weg. Ja, danke schön. Wie sagt man so schön? Glück auf! In Essen spricht man nicht von einem Steinkohlebergwerk, sondern von einer Zeche. In einer Zeche wird Steinkohle gefördert. Sie wird hauptsächlich dazu genutzt, Energie zu erzeugen und um Stahl herzustellen. Ein Bergmann, der in der Zeche arbeitet oder gearbeitet hat, wird Kumpel genannt, wie unser Klaus hier. Und was macht ein Kumpel nach Feierabend? Er geht an der Bude und das möchte ich jetzt auch gerne machen. Bin ich denn hier richtig an der Bude? Wir sind an der Bude. Hier steht nämlich aber auch Trinkhalle und Kiosk. Das war früher mal so, da sagte man Trinkhalle und jetzt ist es wahrscheinlich noch ein bisschen moderner geworden, jetzt sagt man Kiosk. Aber ein Kumpel kommt nach der Arbeit an eine Bude. Kommt an der Bude und trinkt sich ein, ja. Also bin ich hier richtig an der Bude. Ein Pilzchen trinken. Dann holen Sie mir noch mal eins. Ich stehe hier vor der Zeche Zollverein mit meiner Spitzhacke, die gefühlte 10.000 Kilo wiegt. Die Zeche Zollverein soll wohl einer der schönsten Zechen der Welt sein, weil sie so eine symmetrische Architektur hat. Hier wurde seit über 20 Jahren keine Kohle mehr gefördert. Das Gebäude und die Anlagen sind denkmalgeschützt. Und die Zeche Zollverein gehört zum Welterbe der UNESCO. Damit steht die Zeche mit auf der Liste neben dem Kölner Dom und der chinesischen Mauer. Heute wird hier keine Kohle mehr gefördert und mit Steinkohle hat das Ganze auch nicht mehr viel zu tun. Es gibt Ausstellungen, es gibt sogar einen Pool und im Winter kann man hier Eis laufen. Und hier in der Zeche Zollverein, genau in der Kokerei, wird dann alles eingefroren und da kann man dann Eis laufen. Über die gesamte Fläche. Kohle wird in Essen nicht mehr gefördert, deswegen werden die Zechen aber nicht abgerissen, sondern einfach umfunktioniert, wie zum Beispiel die Zeche Helene, die ist jetzt eine Kletterhalle. Und deswegen hänge ich hier mit Benni. Benni, wie lange kletterst du schon? Ich kletter mittlerweile seit 10 Jahren. Braucht man eine spezielle Ausrüstung, wenn man klettern möchte? Du brauchst einmal deinen Klettergurt, ansonsten noch Kletterschuhe und halt deinen Partner. Ja. Cool. Das Rennpferd des kleinen Mannes, das waren Tauben, zumindest für die Kumpels. Nachdem sie nämlich unter Tage gearbeitet haben, haben sie sich der Taubenzucht gewidmet. Und ich bin jetzt hier in einem Essener Garten bei Familie Bannhold. Die sind nämlich Taubenzüchter, sowohl Opa als auch Enkel. Thilo, hast du selber schon an einem Rennen teilgenommen? Ja, also ich mache das jetzt schon 4 Jahre lang mit meinem Opa mit. Wie weit war deine längste Strecke? 520 Kilometer. Hast du eine Lieblingstaube eigentlich? Ja, das ist hier vorne der dunkle Scheck, das ist mit der Ringnummer 704. Taubenzucht in Essen gibt's also immer noch, bei Opa und Enkel. Einer der renommiertesten Universitäten im künstlerischen Bereich ist die Folkwang-Universität für Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft. Sie ist untergebracht in einem ehemaligen Kloster und ich gehe jetzt mal eine Vorlesung besuchen. Ach, falls ihr hier studieren möchtet, dann informiert euch auf der Internetseite folkwang-uni.de.
Ich bin hier im Einkaufszentrum am Limbecker Platz. Das ist das größte innerstädtische Einkaufszentrum in Deutschland. Hier kann man auf 3 Ebenen shoppen, in Cafés gehen und bummeln. Und das werde ich jetzt machen mit meiner Spitzhacke. Der größte Teil der Essener Innenstadt ist eine Fußgängerzone. Essen ist übrigens die erste Stadt, die eine Fußgängerzone in Deutschland errichtet hat. Das war 1927. Und wenn ich an Fußgängerzone denke, denke ich als allererstes ans Shoppen. Wenn jemand aus dem Ausland hier zu Besuch ist, was würdet ihr ihm empfehlen, unbedingt, unbedingt zu sehen? Volkwang-Museum. Das Volkwang? Ja. Warum? Gute Fotoausstellungen haben. Ich würde die Gruger empfehlen. Der schönste Park ever. Und wenn ich jetzt abends irgendwie weggehen möchte? Das Turok vielleicht. Das ist halt eine Diskothek mit Rockmusik. Was ist denn das Besondere an Essen? Große Auswahl, viele Geschäfte. Und was würdet ihr jemandem, der aus dem Ausland kommt, empfehlen, sich in Essen anzugucken? Zollverein. Ja, vielleicht auch so ein bisschen die Philharmonie und so. Essen ist die geilste Stadt der Welt. Hier. Yeah. Auf diesem Weg wurde früher Steinkohle von A nach B transportiert. Das ist jetzt aber ein Radweg. Jörg Brinkmann ist Vorsitzender vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Herr Brinkmann, wie viele von solchen sogenannten Trassen gibt es denn in Essen? Ja, es gibt inzwischen mehrere Trassen. Es gibt aber zwei ganz, ganz große. Das eine ist diese Krugerbahntrasse, auf der wir jetzt hier stehen. Und das andere ist die sogenannte Rheinische Bahntrasse. Die ist jetzt sogar nagelneu eröffnet worden, erst vor wenigen Wochen sogar. Das heißt also, man kann Essens Sehenswürdigkeiten mit dem Fahrrad erkundschaften. Mittlerweile sogar perfekt. Nicht nur über die Bahntrassen, es gibt auch etliche Nebenstrecken, die sind zu einem Verbund. Das Ganze ist ausgeschildert, also man kann in der Tat alle Sehenswürdigkeiten in Essen mit dem Fahrrad anfahren. Ich bin hier in der Weststadthalle. Das ist eine alte Fabrikhalle, in der früher Stahl verarbeitet wurde. Heutzutage finden hier Konzerte statt. Hier sind schon Bands aufgetreten wie Tomte oder Wir sind Helden, aber auch Young Delay. Und hier werden auch schon die neuesten Veranstaltungen vorbereitet. Ich sitze hier an der Orgel in der Philharmonie. Hier finden Konzerte statt, klassische Musik, Jazz, aber auch brasilianischer Samba. Jetzt ist gerade nicht viel los, aber später sind Proben und heute Abend ist es dann rappelvoll hier. Ich bin hier in einer Hausbrauerei, in der Rüttenscheider Hausbrauerei, um genau zu sein. Und was wird hier gebraut? Bier. Ja, Bierbrauen ist nicht ganz so einfach. Im Prinzip hat man hier die Sudpfanne, das ist wie ein großer Kochtopf. Da kommt das Gerstenmalz rein, Wasser dazu, wird aufgekocht in verschiedenen Fraktionen. Dann kommt hier auch noch der Hopfen dazu, wird noch mehr aufgekocht. Das Ganze dauert, also ich sage mal, von 6 Uhr morgens bis abends um 17, 18 Uhr. Also es ist ein langer Prozess. Oh, jetzt wird spannend. Und wie viel Bier brauen Sie so in Litern? Pro 14 Tage macht der 4 Sude. 10 Hektoliter, das heißt, das sind 10.000 Liter, das sind 40.000 Liter. Da möchte ich jetzt aber wirklich mal probieren, weil es riecht hier mega nach Bier. Perfekt. Prost. Bitteschön. Wo kann man schöner den Tag ausklingen lassen als am Strand? Ich bin hier am Baldeneysee. Hier gibt es einen 200 Meter langen und 35 Meter breiten Sandstrand und echte Palmen. Und das 15 Minuten vom Essener Hauptbahnhof entfernt mit der S-Bahn. Und damit bin ich am Ende meines Tagestrips in Essen. Und mein Fazit ist, Essen ist definitiv einen Besuch wert. Man sollte nur ein paar Tage mehr einplanen, damit man auch alles sehen kann. Mehr Infos zu Essen gibt es unter www.essen.de und auf der Jugendseite www.townlot-essen.de. Da gibt es Insider-Tipps rund um die Stadt, Konzertankündigungen und alles, was Essen noch sonst so zu bieten hat. Ich mache mir hier noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Eurodesk TV. Glück auf!